Guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Dieser Tag ist voller Freude und du darfst auch glücklich sein. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Heute Tag 29, Seelenfreude-Challenge. Noch 2 Tage. Dann hast du 31 Tage hier die Seelenfreude-Challenge genossen. Und mit Sicherheit auch so einiges an Aspekten hier mitgenommen. Worum geht's heute? Ich habe dir heute eine kleine Geschichte mitgebracht vom Adler und von den Hühnern. Adler und Ente habe ich es genannt, fällt mir gerade ein. Ja, zur Ente wollte ich dir auch noch was sagen. Aber erst geht's mal um den Adler und um die Enten. Oder Adler und Ente, ganz gleich. Die Geschichte ist folgende. Ein Mann, der eine Hühnerfarm hatte, fangen wir bei den Hühnern an, Adler und Huhn, der eine Hühnerfarm hatte, war eines Tages unterwegs zum Spaziergang und hat irgendwo ein kleines Küken entdeckt und hat gleich schon gesehen, das kleine Küken schaut nicht ganz so aus wie ein Huhn. Es ist etwas anders. Aber er hat es mit nach Hause genommen auf seine Farm und hat es gepäppelt, hat es mit Hühnerfutter gefüttert und ja, hat es mit den Hühnern aufgezogen. Und das kleine Küken hat sich auch ganz prächtig entwickelt. Es hat mit den Hühnern auf dem Boden gepickt, hat gefuttert, hat sich mit ihnen angefreundet. Und die Hühner hatten es auch akzeptiert, hatten es in seinem Kreis aufgenommen. Und eines Tages, als der Mann dann merkte, okay, es ist kein Huhn, sondern es hat sich zu einem prächtigen Adler entwickelt, ist groß und kräftig geworden, hat er die Entscheidung getroffen, dass er es freilassen wollte. Oder den Adler freilassen wollte und wollte ihn fliegen lassen. Und er hat es dann auf die Hand genommen und hat es hochgehoben und hat ihm gesagt, hey, du bist ein Adler, du kannst fliegen. Du kannst fliegen, deine Aufgabe ist es, hoch in die Lüfte hier zu fliegen und die Welt von oben zu entdecken. Du bist der König der Lüfte. Flieg. Aber der Adler hat sich ganz ängstlich auf der Hand umgeschaut und hat die Hühner auf dem Boden picken sehen und ist wieder runtergesprungen und hat weiter auf dem Boden gepickt. Und das hat sich so einige Tage, einige Male wiederholt. Und bis der Mann es dann schließlich aufgegeben hat und den Adler weiter bei den Hühnern belassen hat. Was heißt das jetzt im übertragenen Sinne für dich? Auch du bist eigentlich ein Adler. Du bist eigentlich auf die Welt gekommen, um dein Ding zu machen. Du bist nur, genauso wie ich, in einem Umfeld aufgewachsen mit ganz vielen Hühnern. Und du hast im übertragenen Sinne den Hühnerstall noch nicht verlassen, weil alle in deinem Umfeld im Vergleich zu den Hühnern sich nicht erlauben, in die Lüfte zu fliegen und auf dem Boden sind und auf dem Boden rumpicken. Man könnte das auch die Masse nennen oder der Mainstream. Und da ist auch jetzt nichts Bewertendes oder Beurteilendes von meiner Seite dabei. Es trifft jeder seine Entscheidung, wie er es haben möchte. Es trifft jeder eine Wahl, wie er es haben möchte. Und die Wahl, die derjenige trifft, das ist auch in Ordnung so für denjenigen. Aber du bist hier in dieser Gruppe, weil du ja mehr aus deinem Leben machen möchtest, weil du so instinktiv irgendwie eine Stimme in dir hast, die dir sagt, hey, das kann es nicht alles gewesen sein, da muss es doch noch mehr in meinem Leben geben als das,
was ich hier so im Außen sehe oder wie ich bislang mein Leben gelebt habe. Du stellst dir insgeheim so Fragen wie, wo komme ich her, wo will ich hin? Wie möchte ich, wenn ich 70, 75 oder 80 bin, mal auf mein Leben zurückblicken? Möchte ich dann zurückblicken und sagen, war es das schon? Hätte ich doch nur auf mein Herz gehört? Hätte ich doch nur mehr aus meinem Leben gemacht? Hätte ich doch meinen Kindern nur noch etwas anderes gezeigt im Leben? Wäre ich doch meinen Kindern nur ein anderes Vorbild gewesen? Das sind so die Fragen, die dich insgeheim beschäftigen und deshalb bist du auf der Suche und deshalb bist du ja auch hier in der Gruppe. Und deshalb kannst du eine Entscheidung treffen, dir dessen bewusst sein, dass du ein Adler bist, dass du eigentlich fliegen kannst, dass du den Mainstream, die Masse dahingehend verlassen kannst, dass du aufhörst, die Dinge zu tun, die die Masse machen, nämlich funktionieren, wie hypnotisiert durch ihr Leben zu laufen. Wie so ein, wie sagt man da so, es gab früher mal so die Werbung, kennst du die? So Duracell-Batterien waren das, glaube ich, wo ganz viele, ja, ich weiß nicht, was das war, irgendwelche Tiere, Puppen oder was, aufgezogen wurden und die haben irgendwann aufgehört zu laufen. Nur diejenige, die mit Duracell bestückt war, die ist endlos weitergelaufen. Vielleicht kennst du diese Werbung noch. Und du kannst entscheiden jetzt. Bleibst du weiter ein Huhn oder entwickelst du deine wahre Größe und wirst zum Adler und entscheidest dich, Dinge anders zu machen, als wie du sie bisher gemacht hast? Entscheidest du dich, auf den Weg deines Herzens zu begeben? Und da gilt es einfach, Dinge anders zu machen als der Mainstream. Und da sind wir nochmal bei der Ente, was ich eben eingangs gemeint habe, weil ich Adler und Ente ja geschrieben habe und eigentlich Adler und Huhn meinte. Was ist die Aufgabe einer Ente oder was machen Enten den ganzen Tag? Was machen Enten den ganzen Tag? Sie quaken. Sie quaken und verändern nichts. Und ein Adler, der König der Lüfte, der sieht die Dinge aus einer anderen Höhe, aus einem anderen Blickwinkel und sucht nach Lösungen. Sagt sich nicht, es geht nicht, weil, sondern er fragt sich, wie kann es gehen? Er stellt Fragen, wie kann es gehen? Wie kann ich es mir leichter machen? Wie kann ich meinen Seelenplan entdecken? Wie kann ich meinen Kindern, meinem Umfeld ein anderer Beitrag sein? Was haben andere davon, dass es mich gibt? Wie kann ich anderen Menschen dienen? Dieses Beispiel mit dem Adler und mit der Ente jetzt, das stelle ich mir immer vor, wenn ich irgendwo hinkomme, Beispiel in einem Hotel und bis 10 Uhr ist Frühstück angesagt und ich komme halt erst um kurz nach 10 an oder so. Oder überhaupt, es fällt mir jetzt gerade so mit dem Frühstück ein. Und ich habe dann eine Ente vor mir stehen, die mir sagt, das geht jetzt nicht, weil es nur Frühstück gibt bis 10 Uhr oder so. Dann frage ich mich insgeheim immer, welche Energie, welches Bewusstsein kann ich sein, dass ich hier in diesem Hotel noch auf einen Adler treffe, der mir sagt, dass es geht, weil der jetzt in der Küche schaut, weil das Frühstück ist ja da, nur nicht in Form des Buffets, der mir einfach noch was Leckeres zusammenstellt, dass ich hier noch frühstücken kann. Und ich stelle auch immer wieder fest, wenn ich mit dieser mentalen Ausrichtung unterwegs bin, dass mir auch immer Adler begegnen. Und mit dieser mentalen Ausrichtung kannst du auch unterwegs sein, dass du zum einen dich jetzt fragst, wie kann es gehen? Wie kann ich meinen Seelenplan leichter und einfacher entdecken? Was ist da an mir drin, in mir drin, an Potenzial, an Möglichkeiten, wie ich trotz vielleicht widriger Umstände im Außen, wie ich trotz meines derzeitigen Jobs, der mich viel Kraft und Energie kostet,
wie ich trotz Widerstand oder vermeintlichem Widerstand von der Familie jetzt meinen Weg gehen kann, den Weg meines Herzens gehen kann und entdecken kann. Du kannst dich so entscheiden, den Adler in dir zu erwecken und aufzusteigen in die Lüfte und dir dein Traumleben zu erschaffen. Es ist immer eine Wahl. Und wenn du jetzt denkst, die hat leicht reden und das geht doch bei mir nicht, weil, dann mach bitte einen Gedankenstopp, sobald du das merkst, das geht nicht bei mir, weil dann fängst du wieder an, dir eine Hühner- oder eine Entengeschichte zu erzählen. Wie sagt der Volksmund so schön, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und wenn du Wege finden willst, deinen Seelenplan zu entdecken und ihn zu leben, dann darfst du aufhören, dir diese alten Geschichten zu erzählen, weil mit diesen alten Geschichten, die du dir bislang erzählst, bist du ja genau da angekommen, wo du jetzt stehst. Und jetzt geht es darum, dir neue Geschichten zu erzählen. Und das funktioniert natürlich am einfachsten, indem du dir natürlich auch ein Umfeld erschaffst, wo es schon mal ein paar Adler gibt, die dich an die Hand nehmen, die dir helfen, die dir zeigen, wie es geht, zum König der Lüfte zu werden, zum Meister deines Lebens zu werden, deinen Seelenplan zu entdecken und dein Ding zu machen. Macht das Sinn? Dir Inspirationen immer und immer wieder zu holen und dich an die Hand nehmen zu lassen, wie du das früher ja auch gemacht hast, als wir laufen lernten. Es war ganz selbstverständlich, dass wir uns haben an die Hand nehmen lassen und zeigen lassen, wie wir laufen lernen. In der Schule haben wir uns zeigen lassen, wie wir schreiben lernen, wie wir rechnen können. Und als Erwachsene, es hat uns niemand beigebracht, wie das Leben funktioniert, wie wir Menschen ticken. Dass alles für uns möglich ist, dass wir alle Adler sind, um es nochmal bei dieser Geschichte metaphorisch zu vergleichen. Dass wir alle Adler sind und dann, ja, zieh das Leben an einem vorbei, rauscht das Leben an einem vorbei und irgendwann mit 75, mit 80 stellt man dann fest, ups, war es das schon? Es war ja eigentlich ein Fingerschnipp, wie das Leben an mir vorbeigezogen ist. Und das geht so rasch, vielleicht hast du auch schon die Erfahrung gemacht, dass du einen lieben Menschen verloren hast und plötzlich oder auch vielleicht im Sterben begleitet hast und plötzlich hockst du da. Das waren so zwei Situationen, wo ich jetzt an meine Eltern denke, als ich mal bei meinem Papa gemerkt hatte, dass so der Zeitpunkt gekommen ist, wo er seinen Körper verlässt, wo mir so vieles in meinem eigenen Leben durch den Kopf gegangen ist, als ich da am Bett saß und gedacht habe, bislang glaubte ich, dass da draußen das Leben ist. Und wie unwichtig sind jetzt plötzlich die Dinge, die Probleme, mit denen ich mich da draußen beschäftigt habe, mit denen sich so viele Menschen beschäftigen, wo wir unsere Aufmerksamkeit drauf richten, was eigentlich so unwichtig ist. Und wir glauben, uns dem allem ausgeliefert zu fühlen. Oder auch bei meiner Mutter, sie hätte gestern Geburtstag gehabt und hat sich auch letztes Jahr ganz überraschend binnen 48 Stunden ohne Vorankündigungen verabschiedet. Und da ist mir auch nochmal bewusst geworden, wie schnell ist es vorbei. Das Leben ist eigentlich nur ein Fingerschnipp. Und wie schwer machen wir es uns, wie sehr quälen wir uns, wie sehr sind wir in unserem Leben ein Huhn und picken mit der Masse, statt unseren göttlichen Kern, unsere Einzigartigkeit zu entdecken, den Adler in uns zu entdecken und in die Lüfte zu fliegen, mit anderen Worten, unser eigenes Ding zu machen, unseren Seelenplan zu entdecken und zu verwirklichen und all die Dinge, die Geschichten,
die wir uns tagtäglich erzählen, dass es nicht geht, weil, oder bei mir funktioniert das nicht, oder wenn die Seele schon Krankheitssymptome schickt, ich muss erst noch jetzt gesund werden, ich muss erst noch mich mit diesem Krankheitssymptom beschäftigen, ich kann das jetzt nicht machen, weil. Die Seele schickt uns ja gerade die Botschaften, weil wir auf dem Holzweg unterwegs sind, weil sie uns über den Körper darauf aufmerksam machen möchte, hey, da gibt es Bereiche in deinem Leben, die du verändern solltest. Wenn du das machst, was dein Herzensding ist, dann hat die Seele doch keinen Grund mehr, dir weiter Botschaften zu schicken. Und mit dieser Geschichte wollte ich dich einfach heute noch mal ja zum Nachdenken bringen. Dir noch mal heute vielleicht auch ein bisschen Zeit zu nehmen, mit dir selbst so ins Brainstorming zu gehen und mal zu schauen, wo in deinem Leben bist du im übertragenen Sinne noch eigentlich der Adler, der aber im Hühnerstall hockt, metaphorisch gesprochen. Und wie möchtest du gerne eigentlich dein Leben gestalten? Wie möchtest du eigentlich gerne leben? Wo möchtest du gerne leben? Was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Was macht dich einzigartig? Und dich dann auf den Weg zu deinem Herzen zu machen und dir auch dein Traumleben zu kreieren. Okay. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bitte nimm dir die Zeit und beschäftige dich mal in der Richtung. Stell dir mal diese Fragen. Wie genau soll mein Leben in 2 Jahren ausschauen? Wie möchte ich da leben? Wo möchte ich da leben? Was möchte ich der Welt hier hinterlassen? Welchen Beitrag möchte ich sein? Oder wenn du Kinder hast, mir hat im übertragenen Sinne, als ich so mitbekommen habe, wie meine Kinder schon Prägungen von mir, Mangelprägungen, Muster und solche Dinge unbewusst übernommen haben. Natürlich wollen wir das nicht weitergeben, wir wollen das Beste für unsere Kinder, aber stellen dann doch natürlich irgendwann fest, sie ja, haben auch Themen und Prägungen übernommen und leben so die eigenen Muster nach oder beginnen sie nachzuleben. Das war immer mein Herzenswunsch und das war mit mein größter Motivator und vielleicht ist es auch dein größter Motivator, wenn du Kinder hast und du merkst, wenn sie vielleicht schon im Erwachsenenalter sind oder am Heranwachsen sind oder auch wenn sie jetzt noch ganz klein sind und vielleicht noch in den Kindergarten gehen, dass du ihnen was anderes mit auf den Weg geben möchtest oder dass du ihnen, wenn sie schon größer sind, nochmal ein anderes Vorbild sein möchtest, dass du ihnen zeigen möchtest, hey, es geht auch anders. Weil das war mein größter Motivator, warum ich die Entscheidung getroffen habe, irgendwann, vor nicht lang, allzu langer Zeit. Ich mache nur noch die Dinge, die mir wirklich am Herzen liegen. In meinem Sinne, aber auch im Sinne von meinen Kindern, dass ich ihnen einfach zeige, dass es auch anders geht, dass auch sie Adler sind und hoch in die Lüfte fliegen können in ihrem Leben und sich ihr Leben nach ihrem Herzen gestalten können. Und das kannst du, meine Liebe, mein lieber Seelenfreude-Challenger, auch. Jetzt ist der Zeitpunkt, es zu verändern. Jetzt ist der Zeitpunkt, es anzupacken. Okay? In diesem Sinne, ich wünsche dir viel Freude beim Entdecken deines idealen Lebens, bei dem Entdecken deiner Potenziale, bei dem Kreieren deines Traumlebens. Und dann sehen wir uns morgen nochmal. Morgen ist hier in Deutschland Feiertag. Österreich, Schweiz, weiß ich jetzt nicht. Das ist wahrscheinlich ein normaler Arbeitstag. Aber wir werden morgen mit der ganzen Familie wieder nach Österreich fahren, nach Wien fahren und werden morgen früh schon recht früh losfahren. Deshalb darfst du morgen ausschlafen, wenn du in Deutschland bist und frei hast.
Und die Seelenfreude-Challenge wird dann, ich denke mal, so gegen Mittags sein. Also ich werde von unterwegs von der Raststätte aus dann hier mal live gehen. Und werde es aber rechtzeitig dann hier in die Gruppe posten, damit du weißt, wann ungefähr ich live sein werde. Und damit du, wenn du dabei sein möchtest, auch live dabei sein kannst. Ansonsten ist natürlich die Aufzeichnung verfügbar. Okay? Also hab einen wunderbaren Tag. Ganz liebe Umarmung an dich. Von Adler zu Adler. Mach's dir bewusst und dann sehen wir uns morgen nochmal. Bis dahin. Ciao.